An sich muss man mal alleinig zurechtkommen. Dann hat auch meinen Spisch und mit den Schafen verbunden, ist schön. Aber die Herde ist dann nicht immer ein. Ich brauche also 3 Wochen, bis ich die Schafe groß und ganzen, bis ich sie kenne. Ich bin Siegfried Nussbaumach, komme aus Südtirol, hüte schon seit 12 Jahren mit Schafen, bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ja, und die Berge sind meine Heimat, also fühle ich mich wohl. Ja, ich bin 3 Monate hier. Ich komme im Frühjahr gut 700 Schafe und das ist eine große Verantwortung. Ich gebe immer mein Bestes. Ich schaue, dass alles gut abläuft und pflege und ich schaue wirklich alles gut zu machen. Und da sehen die Bauern auch, dass ich so dahinter bin und dann geben sie mir auch, sieht man auch, dass sie Freude haben. Und mich freut auch, dass sie mit den Tieren Freude haben und so habe ich auch Freude. Ich muss mir solche Sorgen in die Schafe anpassen. Ich muss die Schafe zur Schau eigentlich, weil es sind oft vielleicht 5, 6 und oft sind 20 Schafe. Die anderen sind da raus, die anderen so. Die anderen kannst du mit dem Feldstecher fast nicht mehr sehen. Und dann denkst du, ah, jetzt müssen wir so weit gehen und so weit. Ja, und da musst du voll motiviert sein. Im Gelände gut anpassen muss man sie können. Steine merken im Nebel und so, weil sonst würde man oft gar nicht mehr heimfinden. Und jeder Tag ist anders im Berg. Manchmal ist es ganz windig, manchmal kalt, manchmal nass. Wenn man nur mehr 3 Meter im Nebel sieht, dann weiß man schon oft nicht mehr, was mache ich da überhaupt. Ohne Hund würde es überhaupt nicht gehen. Mit dem wächst du im Sommer so zusammen. Der leistet dir Arbeit. Dann denkt man sich am Abend, oft, na, dass nur möglich ist. Im Winter sind sie voll übermüde und im Sommer sind sie voll ausgelastet. Kaum sitzen sie ab, dann schlafen und liegen sie noch. Ja, das ist Ben. Der kommt im Dezember 3 und ist ja eigentlich ein super Hund. So dass er nicht reden kann, sondern ich kann er alles. Ja, das ist meine Hütte. Die ist sehr gabig hier. Hier habe ich einen guten Herd, weil ich meine Kleider gut drücken kann. Es wird wirklich gut warm hier. Ich muss ja Lob aussprechen, mein Altmeister. Der hat sich da richtig dahinter gesetzt, dass wir solche Hütten kriegen oben können. Das ist wirklich gute Teamarbeit, was wir da oben. Und das bräuchte einfach auf der Alp, weil sonst mit dem Herrenschutz wäre das nicht möglich, so alleinig als zu schaffen. Oft denkt man sich, heute mache ich es einmal gemütlich und genau an dem Tag wird es dann am strengsten. Unverhofft kommt oft. Also wie soll ich das sagen?
Ja, wenn die Sonne aufgeht und dass sie mit den Schafen weitergeht und man so eine schöne Herde sieht und dass sie alle gesund sind. Dann oder am Abend, wenn ich gute Arbeit leiste dann mit meinen Hunden und so, dann denke ich mir, das ist heute jetzt der Höhepunkt gewesen.